Gestern, warum? Es ist doch das Bett von Justin. Du kannst sie aufmachen, warum gehst du nicht oben hin? Können auch alle aufmachen? Warum schläfst du denn bitte unten? In ein paar Tagen ist Mußetag, also mach Pläne, wie du den freien Tag verbringen willst oder plane überhaupt nichts, immerhin ist Mußetag. Klick, 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 klick. So. Und klick. So, unser Sam ist wieder wach, dann kann er nochmal... Kann er denn jetzt? Gut. Dann mach mal zum Frühstück, ach nee, du hast da glaube ich da noch Waffeln drin, ne? Nee, Weintraubenpfannkuchen, die kannst du auch essen. So. Am Donnerstag ist Mußetag, okay. Das ist schön, da hat er wenigstens am Donnerstag mal frei. Dir geht's übel, weil du hast Hunger und Zerstörung ist auch im Keller. Stehst ja sowieso gleich auf, dann kannst du jetzt schon mal aufstehen. Und wenn ich jetzt richtig treffe, ja. Muss erst um 16 Uhr musst du erst hin. Was soll er denn so lange noch machen, Mensch? Ja, okay, ein bisschen Spaß haben, ne? Videospiel spielen. Online spielen mit. Na. So. Suzuki. Spiel mal online mit Suzuki. Schnarcht aber ganz schön. Die Penelope, die schnarcht, aber fahr nicht nach Sonnenschein. Wollen wir uns nochmal was holen hier? Ja, ändern wir mal unseren Lebenswunsch, weil das mit dem Resort, das wird ja nichts.
Superstar-Athlet werden, Symphonie-Dings da, was ist das? Ein Simband, Fähigkeiten perfektionieren, Tiefseetaucher, internationaler Spitzenspion. Was können wir denn noch so alles? Nehmen in Luxus, Haushaltsvermögen von 249.000 Simoleons besitzen. Nee, das bewirkt, glaube ich, nichts. In Geld schwimmen. Fülle die Haushaltskasse mit 66.000 Simoleons. Star Level haben wir ausgeschaltet. Meister Dieb. Nachkomme der Vincis, nach entsprechend Paranormaler. Nee, nee. Wenn euch was einfällt, was er machen soll, bei mir fällt jetzt nichts ein, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ich meine, genügend Punkte haben wir ja, um den Lebensmund zu ändern. Und weil das mit dem Resort-Ding wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, können wir das eigentlich vergessen. Immer wieder schön, wenn es regnet. Ich finde das immer doll. So perfekte Wetter. Dann spielen wir ein bisschen. So, Level 4 ist auch erreicht. Level 5 lässt es auch wahrscheinlich nicht lange auf sich. Was zum Teufel ist denn mit dir passiert? Wo warst du? Bist du vom Blitz getroffen worden oder was? Warum passiert das eigentlich immer den Frauen bei uns? Die eine Frau wird gefressen, die andere kriegt einen Stromschlag vom Blitz oder von sonst irgendwas. Also, ja, spielt toll, ne? Spielt ganz toll. Nee, also echt, was hast du getan? Ich meine, es hört sich nicht so an, als würde das ein Gewitter sein hier und sieht auch nicht so aus. Was zum Teufel ist jetzt kaputt gegangen? Wie schön die Spielmaschine mal wieder. Dann hör auf zu spielen und reparier mal. Noch ein bisschen Zeit hast du. So. Ja, geschafft. So, Level 7 sind wir nun auch
Wir sind von 6 direkt auf 7. Wie ist denn das passiert? Ah, ich habe einen neuen Bug gefunden. Juhu. Direkt von Level 6 direkt auf Level 7. Ja, ich meine, schlecht ist es nicht, ne? Ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn er so schnell funktioniert. Freunden wir uns noch mal ein bisschen mehr mit Yusson an. Ich meine, er ist bereits unser bester Freund, aber freunden wir uns noch ein bisschen an mit ihm. Ich hab noch mal was vor. Geh mal rein, Sam. Und der Justin müsste eigentlich auch reingehen, aber das, glaube ich, klappt auch so. Ich versuche das einfach mal. Gut, auf Treppen geht es nicht. Direkt vor die Tür geht auch nicht. Da geht es nicht. Aber das reicht auch schon. Ja, so. Tricksen wir das Ding mal wieder aus. So. Und dann löschen wir das Ding wieder. Aber das müsste theoretisch dann noch das Stück sehen. Ja, super. Weil, wenn man dann hier steht, da wird man nicht nass. Hallo da hinten. Weißt du, ich mag Sport. Ich finde Sport ganz toll. Ja, so, dann wollen wir mal probieren, ob das auch funktioniert. Sim trainieren. Weil noch ein bisschen Zeit hast du, hast noch 3 Stunden. Und wir, du gehst. Nein, doch nicht da drauf. Argo, Waspa, Onus, Argo, Skoma, Sakurda, Skoma, Mati. Tico, Tico, Plu. Ja, hör auf, da drauf zu gehen. Ach, Mano. Mano. Er muss sowieso gleich los, ne? Oh, wir wurden zu einer Party eingeladen von Suzuki. Dienstag 19.30 Uhr. Mhm, also heute nach der Arbeit. Gut, gehen wir mal hin. Wenn das Wetter hoffentlich so bleibt. So, Fahrgemeinschaft müsste gleich kommen. Da ist sie auch schon. Dann zieh dich mal um und geh los. Geh arbeiten. Mit deinem bunten Regenschirm. Colorful. Und jetzt tuckern wir zur Arbeit. Aber wir müssen ja Gott sei Dank nicht lang weit fahren. Weil die Arbeit ist ja schon direkt um die Ecke. Oder habe ich da nur das Gefühl, dass es direkt um die Ecke ist? Nee, hier ist es doch. Jo, dann arbeite mal hart. Du hast ja noch super Laune im Moment. So. Sind ja Gott sei Dank nur 3 Stunden. Fahrstuhlmusik. Sehr schön.
Ja, dann geht's zur Party. Wird ja auch Zeit, ne? Nicht, dass du nachher zu spät kommst. Ja, und jetzt fährt er wieder ganz cool auf seinem Motorrad. Mit dieser lustigen Fresse, Gesichtsausdruck, wie auch immer. Und wackelt mit dem Kopf wie ein Uhu. Guck auf die Straße, wenn du fährst. Ich weiß, du hast eine schöne Landschaft um dich herum, aber guck trotzdem auf die Straße. So, Badekleidung. Das ist aber ein ziemlich schnödes Haus. Darüber muss ich blocken, Schnackerback. Gut, haben wir geblockt. Die Penelope hat er auch eingeladen. Und da ist unser Kerl mit seinen Hummeldingen, der Maru. Ah, Sandatu. Sagen wir erstmal. Ja, Oba Nunan. Larakis. Salimin. Lashimi. Ushka. Sheila. Ushakalakini. Shakalaki. Kabolatanu. Shakalaki. Sweet. Damit gehst du schwimmen. Zorbu, Shagaza, Tawazi. Dweba Wokana. Scheiße, verloren. Scheiße, verloren. Scheiße, verloren. Haba, Lurherbo. Scheiße, verloren. Scheiße, verloren. Warten, Kack. Haben wir doch gerade gemacht, aber egal. Nach Karriere fragen dann. Libor. Shaka. Scheiße, verloren. Unentschieden. Na, unentschieden. Nebenrohr. Du sag mal, Suzuki, was arbeitest du eigentlich? Kanji Haladobo. Abu Bambunai, Sandayala Jablan. Ja, also. Ich bin in der Profisportler, weißt du, ich bin Kindertrainer, bin ich. Aha, Kindertrainer also. Sagen wir ihm auch noch, dass wir heiraten werden. Weißt du, ich werde heiraten. Und zwar die Penelope, mit der du dich gerade unterhalten hast. Boah, ist der gemein. Na warte. Barsch begrüßen, den machen wir uns jetzt zum Feind. Haben wir nicht schon einen Feind? Ne, wir sind ja umgezogen. Dann machen wir uns hier einen Feind. Du Doofkopf, wie kannst du nur meine Verlobte so anmachen? Weck dich ab, weck dich.